Also die Pflanzen sind für mich wie Lehrmeister, ich würde sagen Gurus. Und für die Inder sind die Pflanzen hochentwickelte Wesen, Gurus, die das Göttliche aufnehmen, das von der Sonne und vom Kosmos herabströmt. Deswegen haben sie ihren ganzen Körper wie mit Augen. Die grünen Blätter sind ja lichtempfänglich, genauso lichtempfänglich, dasselbe Spektrum wie unsere Augen. Und sie nehmen die kosmischen Rhythmen und das kosmische Licht auf und, wie ich sagte, verwandeln es in Leben, sonst gäbe es Leben an sich nicht auf der Erde. Und sie nehmen das auf, die Inder sagen, sie nehmen das Tönen der Sonne auf. Goethe hat ja schon vom Tönen der Sonne gesprochen. Nach alter Weise. Nach alter Weise, ja. Und dieses Tönen ist der Urton, der von der Sonne aus das Om, das alles am Leben hält, und sie nehmen das auf. Und Pflanzen sind, wie auch der philosophische Anthropologe Max Scheler zum Beispiel in den 20er Jahren sagte, Pflanzen sind ekstatische Wesen, und genauso sind sie. Also was wir als Geist und Seele in uns haben, haben sie draußen. Das ist ihre lebendige Körperlichkeit. Aber ihre Seele ist wie bei einem Schamanen auf Flugreise oder wie bei Menschen bei Nahtoderfahrung ist ganz da draußen und ist dem Göttlichen zugewandt. Und sie sind mit dem Kosmos und über die Wurzeln mit der Erde verbunden, und sie sind nicht getrennt, sie sind heil. Und sie lassen uns teilnehmen an ihrem Heilsein. Insofern sind sie heilend für uns. Schön.